Begleitet uns an diesem Wochenende. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, dieses Wochenende bin ich zu Hause mit meinem Freund und ja, wir haben so ein paar Sachen geplant, aber eigentlich nichts Konkretes. Das Q&A mit ihm auf jeden Fall, das seht ihr dann im Verlauf des Videos. Also ich glaube, da wartet ihr am meisten drauf. Ihr habt ihm so viele Fragen gestellt, sehr, sehr viele doppelte Fragen, die habe ich dann auch zusammengefasst, aber wow, also er hat auch am Anfang gesagt, was fragen denn dann die Leute so? Und ich so, ihr glaubt mir, da kommen genug Fragen. Also ja, es sind auf jeden Fall genug Fragen zusammengekommen. Ob er jetzt alle beantwortet, weiß ich noch nicht, aber das seht ihr dann noch im Verlauf. Ich gehe jetzt erstmal ich muss jetzt in meine neue Wohnung fahren, weil ich gucken muss, ob ich meine Waschmaschine mitnehmen kann. Und zwar ist es ja so in der Schweiz generell, die meisten Wohnungen haben einen Waschkeller und man teilt sich die Waschmaschine und Trockner mit den anderen Mitbewohnern. Aber ich habe eine Waschmaschine in Deutschland und mein Freund hier in der Wohnung hat auch seine eigene Waschmaschine. Erstmal muss es der Vermieter erlauben und zweitens muss natürlich der Platz gegeben sein. Und ja, ich habe die Wohnung zwar besichtigt, aber es war ja immer so bei den Wohnungsbesichtigungen, ich bin da halt da durch und habe geguckt und ja, es passt. Und war immer so im Schnelldurchlauf. Und deswegen darf ich jetzt nochmal hin. Die derzeitige Vermieterin hat gesagt, ja, kommen Sie heute vorbei, dann können Sie nochmal gucken, dann kann ich auch nochmal den Keller angucken. Na, das mache ich dann jetzt. Und da fahre ich noch zu Zara. Ich möchte mir nämlich noch gucken, ob die neue Barbie-Kollektion überhaupt noch da ist, weil die ist seit Montag draußen, aber ich hatte unter der Woche gar keine Zeit dafür. Mal gucken. Und ich möchte zu Dosenbach, was hier Deichmann ist, weil die haben auch eine Barbie-Kollektion mit Schuhen. Da wollte ich auch nochmal gucken. Ja, habe mich natürlich influencen lassen auf Instagram und so. Ganz, ganz schlimm. Ja, ich fahre jetzt los. Ich muss nämlich los. Und wir haben auch gestern den Barbie-Film geguckt, zusammen. Kurz gesagt, wir fanden beide nicht so prall, mein Freund noch schlimmer als ich. Aber irgendwie die Storyline, so der rote Faden, hat mir irgendwie gefehlt. Und ja, es gab ein paar gute Momente. Man hätte auch echt mehr draus machen können. Der wird auch gerade echt gehypt, der Film. Aber ich muss sagen, uns hat der Film gar nicht so gut gefallen. Es war aber tatsächlich mein teuerster Kinobesuch ever. Eine lustige Geschichte. Es gibt dieses Blue Cinema hier, das ist eine Art Kette, so wie Kinopolis in Deutschland. Und in Zürich gibt es mehrere Blue Cinemas mit verschiedenen Namen. Wir sind auf die Blue Cinema Seite gegangen und dann haben wir gesehen, oh, 2015, das ist eigentlich ganz super. Und wir haben nicht darauf geachtet, welches Kino es ist. Also die haben ja verschiedene Namen, Corso und keine Ahnung. Und dann haben wir eigentlich für ein anderes Kino Tickets bestellt, woanders. Und wir waren aber um die Uhrzeit bei einem Kino in der Stadt. Also das eine Kino war bei der Hartbrücke und das andere halt beim Bellevue. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall standen wir da und gucken auf die Tickets und dann denke ich mir so, wir haben ein anderes Kino. Und da, wo wir dann waren, hat der Film um 20.45 Uhr angefangen, aber auf Englisch auch. Da habe ich gedacht, okay, buche ich halt nochmal Tickets für 20.45 Uhr in dem Kino, wo wir dann nicht standen. Wir hatten schon Popcorn und alles gekauft. Deswegen, ja, teuerster Kinobesuch ever, weil ich habe Doppeltickets bezahlt. Egal. So, jetzt muss ich aber los. Also hier gibt es einmal die Schuhe, aber die suche ich tatsächlich nicht. Aber die sind eigentlich auch ganz cool. Die sind Plüsch. Und es gibt auch Disney. Schlappen. Leider nicht die Barbie-Schuhe, die ich wollte. Naja, dann fahre ich jetzt weiter zur Wohnung. Ja, ich war jetzt in der Wohnung und leider kann ich meine Waschmaschine nicht mitnehmen. Dafür ist kein Platz im Bad. Also bekommt meine Mama die Waschmaschine. Ansonsten haben wir nochmal den Keller angeschaut und so. Ist nicht mega groß, aber meine Weihnachtssachen sollten da reinpassen. Und ach, ich bin einfach echt so happy mit der Wohnung. Also ich zeige sie euch, sobald ich den Schlüssel habe. Mache ich auch eine Roomtour und dann seht ihr die Wohnung auch. Aber ich bin mega happy. Einfach mega schön. So, jetzt fahre ich schon das Auto waschen und dann geht's zu Zara. So, wir sind jetzt hier in der Waschanlage und zum Vergleich, was es hier immer so kostet, so ein Auto waschen.
Ich habe jetzt, glaube ich, Silber genommen, also nicht das Gold. Gold wäre das Premium-Paket, da habe ich jetzt Silber genommen. Und das hat 22 Franken gekostet, also ungefähr 22 Euro. Und ja, sehr nette Mitarbeiter. Also ein paar Sachen gibt es hier noch, aber ich glaube nicht mehr alles. Und die Musik ist super laut, also hier gibt es die pinke Sonnenbrille. Vorne gibt es auch noch die weiße, ein bisschen was an Schmuck. Dieses Tuch, diesen Gürtel hier, das ist auch schon schwer. Dann gibt es hier ein Jumpsuit, diesen, keine Ahnung, wer sich da reinpressen soll, diesen Overall. Das T-Shirt, das finde ich ganz cool. Ja, ich guck mal durch. Das hier gibt es auch noch. Das Set gibt es hier noch, aber wie gesagt, scheint, glaube ich, nicht mehr so viel da zu sein. Schuhe und hier ist noch die weiße Brille. Genau. Ich bin wieder zu Hause und habe mir eigentlich nur das T-Shirt hier gekauft. This is Barbieland, fand ich eigentlich ganz cool. Genau, ansonsten nichts. Ja, ich wollte mal gucken, wie es so aussieht, aber also diese Sonnenbrille, die war ja furchtbar, die habe ich angezogen. Kann ich euch gerne mal hier beim Bild reinpacken. Also das ist ja furchtbar gewesen. Wie dämlich kann man aussehen? Ja, mit dieser Brille. So, wir machen jetzt, ich mache jetzt das Unboxing der Ravensburger Spiele und zock das dann oder spiel noch gegen meinen Freund. Aber das ist ja nicht Teil des Videos, das ist bereits hochgeladen, also wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Und zwischendurch werden wir dann auch noch ein paar Fragen beantworten. Wir laufen jetzt zu unserem Restaurant und die erste Frage aus dem Q&A, was ist dein liebstes Urlaubsziel, Schatz? Ich weiß nicht, ob es mein liebstes Urlaubsziel ist, aber es ist definitiv das Urlaubsziel, wo ich am meisten war, und das ist Fuerteventura. Eigentlich ist das nur eine Wüsteninsel irgendwo im Ozean und da ist eigentlich gar nichts außer Steine und Dreck. Keine Ahnung, irgendwie zieht es mich immer wieder hin. Was natürlich auch dran liegt, dass Fuerte halt relativ günstig ist. Und Fun Fact, unser erster Urlaub war auf Fuerte. Korrekt. Was ich persönlich auch ziemlich gut finde als Urlaubsdestination, das hatten wir uns dieses Jahr auch überlegt, das war Türkei. Problem ist nur, dass Türkei dieses Jahr aus unerfindlichen Gründen extrem teuer geworden ist. Wenn ich mir überlege, dass Griechenland eigentlich immer 50% mehr gekostet hat als Türkei in den vergangenen Jahrzehnt, würde ich fast sagen, und jetzt auf einmal die Türkei dieses Jahr fast teurer ist als Griechenland, dann weiß man, was da passiert ist. Und das ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar, weil die Lira, also die türkische Währung, ja um fast 80% Wert verloren hat. Eigentlich müsste man für sein Geld mehr da bekommen. Das heißt, die Preise müssten komplett purzeln. Aber der direkt abschweift von der Frage, liebste Urlaubsziele. Ja, nein, ich schweife nicht davon ab, weil ich klarstellen will, ich finde die Türkei als Urlaubsziel auf jeden Fall auch eins meiner liebsten Urlaubsziele, weil der Service in der Türkei ist immer extrem gut, die Hotels sind extrem gut, alle Leute sind sehr freundlich. Ja, aber es ist einfach nicht mehr mein liebstes Urlaubsziel, was schlicht und ganz zu teuer geworden ist. Thailand fand es aber auch gut. Thailand war extrem geil. Also ich war ja einmal auf Mauritius. Und Mauritius war absolut zum Kotzen. Also ich fand den Urlaub so grauenhaft und ich fand die Insel so grauenhaft und alles auf dieser Insel. Und ich bin da nach Thailand gefahren und hatte so ziemlich dieselben Vorstellungen, dass das auch werden wird wie Mauritius. Aber es war genau das Gegenteil. Es war extrem freundliche Leute. Es war ein bisschen chaotisch, aber es war charmant einfach alles. Und es war günstig. Und also Thailand fand ich persönlich mit einer der besten Urlaub oder den besten Urlaub, was den wir hier hatten. Ihr merkt, er redet genauso gern wie ich. Ach, naja. Nächste Frage. Was hat dich an Moni gecatcht, bevor du sie richtig kennengelernt hast, so beim ersten Treffen? Der Trenchcoat. Der erste Blick, den ich auf Moni geworfen hatte, hatte sie diesen Burberry Trenchcoat Mantel XY an. Und das war so in beige. In beige, ja. Und es war so ungewöhnlich und sah aus, als wäre sie irgendwie ein Polizeiinspektor oder irgendwie so ein Exhibitionist, der durch den Park rennt, um es aufzureißen. Auf jeden Fall, es war ein Eyecatcher, ja. Und ansonsten, wir haben uns einfach gut verstanden. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund, warum es eigentlich funktioniert hat. Du hattest ja damals auch irgendwie noch was anderes am Laufen, glaube ich. Naja, ich sag mal so, ich war jetzt nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Ja, ich eigentlich auch nicht so, weil ich hatte auch noch mich mit einem anderen Mädel getroffen. Das hat sich aber nirgendwo hinbewegt irgendwie. Und dann habe ich Moni kennengelernt und das war sofort ein Instant. Yeah, that's it. I want that. Wir
waren jetzt gerade beim Koreaner, beim Mimisa in Seebach. Und ich hatte schon lange Lust auf Bibimbap. Und mein Freund kannte noch gar kein Koreanisch. Und er war sehr positiv überrascht. In der Tat, das ist vollkommen korrekt. Also er wird auf jeden Fall wiederkommen und ich fand es auch sehr, sehr lecker. Es ist so eine Art Supermarkt und Restaurant in einem, aber sehr nett, einheimisch, selbstgemacht, klare Empfehlung. Ja, man hat ein bisschen Probleme aber mit den Stäbchen, weil die geben einen so Metallstäbchen halt für das Essen. Das ist halt Reis auch mit irgendwelchem Fleisch. Und ich muss sagen, meine Stäbchen-Skills reichen dafür nicht aus. Also für Sushi geht es gerade noch. Aber dafür war es echt ein bisschen... Dafür hat man den Löffel. Unbeholfen, würde ich sagen. Ja, deswegen habe ich dann den Löffel missbraucht, irgendwie, um viel davon zu essen. Wir sitzen jetzt hier beim Cocktails trinken. Und ja, die nächste Frage wäre, wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange sind wir schon zusammen, Schatz? Tja, wir haben uns kennengelernt auf Tinder. Das hast du erzählt, übrigens in einem anderen Q&A, glaube ich. Achso, man hört mich nicht. Das habe ich schon mal in einem anderen Q&A, glaube ich, erzählt. Okay, gut, dann ist das aber, wahrscheinlich so die große News dann irgendwie. Ja, aber du hast ja mich schon woanders gefunden, ich habe dich nur ignoriert. Ja, stimmt. Irgendwie hatte ich auch einen Friendscout-Account damals noch und hab sie angeschrieben und sie hat sich nicht gerührt. Es kam keine Antwort zurück. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei diesem Mail und deswegen war ich dann schon ziemlich pissen und dann gesagt, ja, ich will jetzt nicht irgendwelche Wörter nennen hier, die du auf deinem Channel nicht haben willst, aber ich sage mal, ich hatte einen nicht sehr positiven Ersteindruck. Und dann habe ich irgendwie bei Tinder durchgeswiped und hatte dann plötzlich dieselbe Person dann vor mir. Und dann hast du mir ein super Like gegeben sogar, dafür, dass du nicht begeistert von mir warst. Genau, irgendwie einfach aus Protest oder weil ich sauer war oder so weiter, hat sie einfach ein super Like bekommen. So. Ich wusste nicht warum. Und dann haben wir irgendwie geschrieben, glaube ich, 2-3 Mal und dann haben wir uns getroffen. Das Witzige war, wir haben damals auch irgendwie beide noch was anderes am Start gehabt. Also ich hatte... Ja, das hast du ja eben noch schon erzählt, ja. Achso, hatte ich es eben schon erzählt? Ja, du hast, was du am Anfang gecatcht hast. Achso, was gecatcht habe, genau, okay, dann brauche ich das jetzt nicht wiederholen. Und dann haben wir uns einmal abends getroffen, sind in einer Bar, eine Cocktailbar, gell? Enchilada in Koblenz. Genau, Enchilada in Koblenz. Und dann kamen wir da mit ihrem Trenchcoat rein und dann haben wir den ganzen Abend da uns unterhalten und so weiter. Wie war dein Kosename nochmal für mich am Anfang? Das muss man ein bisschen länger ausholen. sagen wir mal so, damals war eine etwas wildere Zeit bei mir und Daria wusste immer, wo ich bin, mit wem ich mich getroffen hatte, aber sie konnte sich die Vornamen nicht merken. Und deswegen haben wir den Männern immer Spitznamen gegeben. Gut, ihr habt ihn noch nie gesehen, das heißt, ihr wisst nicht, wie er aussieht, aber sein Spitzname ist oder war... Und piep, 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 und den wird er nicht mehr erfahren. Aber sie hatte andere Spitznamen damals. Ich glaube, Bauchtasche hatte sie einen. Bauchtasche, Baywatch. Baywatch hatte sie einen. Ja, weil er auf dem Foto einen rote Badehose hat. Nase gab's auch. Nase, okay. Okay, also keine Ahnung, wie Nase aussah. Wie lange sind wir denn jetzt schon zusammen? Wir sind jetzt fast 8 Jahre. 8 Jahre sind sie. Wir sind im verflixten 7. Jahr. Ja, stimmt. Also im Oktober wird's 8. Ja. Weißt du, in welchem Oktober? Und ich beantworte diese Frage nicht ohne meinen Anwalt. 27. Okay. Habe ich natürlich gewusst. Ich wollte nur wissen, ob du es noch weißt. Nächste Frage. Wer wirst du irgendwann wieder nach Deutschland ziehen? Ja und nein. Nein, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ich werde jetzt nicht ausholen, weil natürlich hat jeder irgendwie seine Einstellung zum Land. Für mich persönlich ist momentan Deutschland höchst unattraktiv. Hat mit einer Vielzahl von Faktoren zu tun. Natürlich ist es weiterhin irgendwo meine Heimat und eigentlich würde ich gerne zurückkehren, aber gegebene wirtschaftliche und politische Situation macht die ganze Sache zu unattraktiv. Also momentan kurzfristig nein, mittelfristig nein, langfristig gerne. Was auch noch dazu passt, was gefällt dir denn so gut am Leben in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland? Ich würde sagen, der Mindset der Schweizer. Und zwar gibt es einen großen Unterschied zwischen der deutschen Gesellschaft und der Schweizer Gesellschaft, in dass sich in der deutschen Gesellschaft jeder als Teil von einer Gruppe sieht. Das heißt, ich bin Fußballfan von FC Schalke, ich bin Baden-Württemberger, ich bin... Lautra, Prina. Ich bin Lautra, ich bin irgendwie Grüner in der Politik, ich bin links, ich bin niemals ich selbst, sondern ich bin immer definiert als Teil von einer Gruppe.
Und in der Schweiz ist das komplett andersherum. In der Schweiz identifiziert sich eigentlich keiner der Schweizer als Teil von irgendwas, sondern jeder ist ein Individuum und jeder vertritt vor allem seine eigenen Interessen. Und ja, dieser Mindset führt halt dazu, dass man, sagen wir mal, auch auf der politischen Ebene einen sehr, sehr fruchtbaren Dialog zwischen den Leuten hat, weil sie im Endeffekt irgendwo einen Common Ground finden müssen zwischen allen Positionen, die sie haben. Und jeder in diesem Dialog respektiert auch die Position des anderen. Das heißt, keiner wird irgendwie abgestempelt als linksgrün, keiner wird abgestempelt als rechts, keiner wird abgestempelt als irgendwas, sondern jeder hat eine Position, die sehr diversifiziert ist und man einigt sich irgendwo in der Mitte. Und dadurch ist das Leben hier wesentlich angenehmer, meines Erachtens, weil man als Individuum freier leben kann auf eine gewisse Art und Weise und sich nicht irgendwelchen Gruppenzwängen unterwerfen muss. Und das ist, glaube ich, so der Teil, der mir am besten gefällt, ja. Wenn es jetzt natürlich dann, wenn wir jetzt über die wirtschaftlichen Sachen reden, ja gut, ich meine, das ist kein Geheimnis. Steuern, ich zahle die Hälfte der Steuern und ich verdiene das Dreifache am Gehalt. Also man kann sich aussuchen, also man kann sich ausrechnen, was das bedeutet. Das geht halt aber auch, kommt auch wiederum von derselben Mindset halt her, von diesem Individualismusgedanken, dass in Deutschland, sagen wir mal, über die Krankenversicherung man extrem hohe Beiträge bezahlt, dafür alles abgedeckt ist. Man wird also in dem Sinne, man ist als Teil dieser Gemeinschaft der Krankenversicherten, sieht man sich und bezahlt deswegen alle Wehwehchen von allen. Wenn in der Schweiz man einen sehr hohen Anteil an seiner Krankenkasse selbst finanzieren muss. Das heißt, theoretisch ist die Schweizer Krankenversicherung, wenn man selbst öfter krank ist, wesentlich teurer als die deutsche. Dafür ist sie wesentlich günstiger, wenn man halt auch entsprechend auf seine Gesundheit achtet und halt auch ein gesünderer ist, weil hier so eine gewisse, sagen wir mal, Selbstverantwortung mit eingerechnet ist. Wenn du scheiße lebst, die Scheiße ernährst, keinen Sport treibst und so weiter, dann bist du halt kränker, aber dann musst du selbst dafür die Kosten tragen. In Deutschland wird es verallgemeinert, solche Kosten, in der Schweiz eben nicht. Wiederum, das ist der Individualismusgedanke. Und das gilt für alle Sachen. Hier ist auch, wenn es um Steuern geht, hier werden nicht mehr Steuern irgendwie erhoben, um das Geld dann weiter zu verteilen, sagen wir mal, an Restaurantbesitzer während der Corona-Zeit. Sondern hier wird halt gesagt, das ist halt Eigenverantwortung irgendwo und dementsprechend gibt es diese Leistungen halt nicht vom Schweizer Staat und entsprechend muss aber auch jeder nicht so viel bezahlen an Steuern. Das sind so die, ja, also das ist halt der Mindset im Endeffekt, der sich hier auch in der Wirtschaft halt niederschlägt. Das war wieder ein sehr langer Monolog. Ja. Er mag übrigens Monologe halten. Stimmt eigentlich überhaupt nicht. Doch. Ich möchte noch eine weitere Frage gestellt bekommen. Welchen Disney-Charakter magst du am liebsten? Dr. Hans Reinhardt. Ja, guck dir in ihr Gesicht. Sie weiß nicht, wer das ist. Und wahrscheinlich wissen auch die meisten nicht, wer das ist. Wahrscheinlich müsst ihr das mal googeln. Auf jeden Fall ist es ein Disney-Charakter, wenn man es technisch betrachtet. Du kannst ja unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Löst du es noch auf oder lässt es an meinem Raum? Ich lasse es offen. Okay. Aber dann kommt auch die nächste Frage noch, die ist ganz schnell. Wie groß ist unser Altersunterschied? Wollen wir das sagen? Weiß nicht. Du bist, glaube ich, 20 Jahre jünger als ich, oder? Wie, du bist es nicht 20 Jahre Ich habe dich jünger. Belogen. Oh mein Gott. Ich hab dich am Anfang belogen. Oh mein Gott, du bist doch nicht etwa so eine alte Schabracke. Ich bin nicht 21. Was? Du warst nicht 13, als wir uns kennengelernt haben? Okay, Scherz beiseite. Also, ja, wir haben einen Altersunterschied von 9 Jahren, ja? 9 Jahre, ja. So sieht's aus. Und ihr wisst ja alle, wie alt ich bin. Also könnt ihr 1 und 1 zusammenrechnen. Macht 2. Ja, heute ist Sonntag und wir sind jetzt in Deutschland, und zwar in der Nähe von Konstanz. Gerade hier im Wald spazieren und dann fahren wir nach Konstanz was essen und Spaghetti-Eis. Das ist unser Ziel eigentlich, weil in der Schweiz gibt es eigentlich, also eben hat eine Followerin geschrieben, es gibt wohl eine Eisdiele in Zürich, die Spaghetti-Eis anbietet, aber so generell Eisdiele, wie wir es in Deutschland kennen, ist in der Schweiz tatsächlich nicht so gang und gäbe. Deswegen, und wir schmachten schon seit Wochen nach Spaghetti-Eis. Aber es gibt eine weitere Frage, während wir hier rumspazieren. Also, was magst du besonders gern an Simone und was nicht? Was schätzt du an Moni am meisten? Was sind Monis nervigste Eigenschaften und was nervt dich? Ich habe jetzt mal ein paar Fragen zusammengefasst. Ja, also das Interessante ist, dass die Fragen wurden eigentlich schon auf alle beantwortet von Brina und von Daniel, die eigentlich spot on genau die richtigen Sachen da rausgestellt haben. Er referiert auf das Moni 10 Fakten über Moni Video. Weil im Prinzip ist es dasselbe, was ich jetzt sagen werde. Und zwar
Was ich sehr gerne mag an meiner Freundin ist, dass sie extrem organisiert ist. Die Dame hat immer den perfekten Überblick, wenn wir irgendeine Reise machen oder so, hat immer alles eingepackt und macht das mit einer absoluten spielerischen Leichtigkeit, würde ich sagen. Während ich verzweifelt vor meinem Kulturbeutel sitze und mich frage, ob ich noch eine Zahnbürste brauche oder so und total überfordert bin mit der Sache, hat Madame alles perfekt am Start und kriegt das organisiert in 5 Minuten. Sehr praktisch, kann man sagen. Das gilt auch dafür, wenn noch irgendwas angeschafft werden muss. Ich persönlich kriege den Hintern nicht hoch, wenn es irgendwie heißt, ich brauche noch das und das. Aber Simone hat kein Problem damit. Die geht alles immer schön einkaufen, fragt auch immer, ob sie irgendwas mitbringen soll. Und ja, das heißt, den Teil von meinem Leben übernimmt meine wundervolle Assistentin doch sehr effizient und sehr gut. Dann, was negative Eigenschaften angeht, da kann ich jetzt hier nur meine Vorredner zitieren. Simone ist extrem laut. Aha. Also es ist so, weißt du, man kommt aus dem Schlafzimmer raus. Ich stehe immer später auf als Simone. Und man wird erstmal zugeschallt mit irgendwelcher Freizeitparkmusik, die dann aus dem eigenen Fernseher kommt. Die so laut ist, dass auch die Nachbarn ungefähr über 2-3 Straßenblöcke weiter jetzt die volle Disney Experience bekommen. Mega geil. Und ja, deswegen ist häufig eine meiner ersten Sätze, die ich morgens sage, nicht guten Morgen, sondern Gott, ist das laut. Und dann müssen wir erstmal den Fernseher um die Hälfte runterdrehen, dass wir auf ein normales Niveau kommen. Dann, zweite schlechte Eigenschaft ist Chaos. Ich meine, Simone hat sehr viel Überblick über ihr Chaos. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich weiß aber immer, wo sein Geldbeutel ist, wenn er mich fragt. Sie weiß absolut, wo alles liegt. Aber sie hat also irgendwo einen Plan im Kopf dafür. Aber wenn man rauskommt, da liegen Berge von Zeug rum und Gegenstände überall in der gesamten Wohnung verteilt, mit denen ich einfach so überhaupt nicht, oh Schmetterling, überhaupt nicht klarkomme. Deswegen ist es bei mir immer ein Statement, was ich auch sehr häufig bringe, ist, so, wir beseitigen jetzt mal wieder das Chaos. Und dann wird einmal wieder aufgeräumt und dann finde ich mich auch wieder in meiner eigenen Wohnung zurecht. Ja. Da können wir gerade nur noch die andere Frage beantworten, ob wir jetzt eine gemeinsame Wohnung gefunden haben. Nope. Wir haben 2 einzelne Wohnungen. Der Hintergrund liegt hauptsächlich daran, dass es in der Schweiz, gerade um Zürich rum, extrem schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Und vor allem eine Wohnung, die in den relevanten Dimensionen, das heißt Preis, Location, also Ort und Größe zusammenpasst und für uns entsprechend akzeptabel wäre. Das ist leider nicht so einfach. Und deswegen, ich habe halt den Vorteil, ich wohne ungefähr 5 Minuten von meiner Arbeitsstelle entfernt. Die Wohnung, die wir uns angeschaut hätten, wäre mein Arbeitsweg damit von 5 Minuten wahrscheinlich irgendwo in Richtung 30 Minuten, 40 Minuten hochgegangen. Wenn man das dann hochrechnet, halt über eine Woche, dann sind wir da irgendwie bei 3 Stunden Arbeitsweg zusätzlich, oder sagen wir 2,5 Stunden. Und rechnet man das auf 52 Wochen, dann hat man irgendwas im Bereich 120 Stunden, die man pro Monat oder pro Jahr damit verschwendet, irgendwie zur Arbeit zu tingeln und zurück. Das sind halt einfach mal 3 Wochen, die man länger arbeitet. Deswegen bin ich sehr, sehr, sagen wir mal, fixiert darauf, einen kurzen Arbeitsweg zu haben. Und ja, diese gesamten Dimensionen, Arbeitsweg, Preis, Größe zusammenzufinden, ist sehr, sehr schwierig. Und ja, Simone hat jetzt eine Wohnung gefunden, die sehr nah bei dir an der Arbeitsstelle ist. Ich habe meine Wohnung, die sehr nah bei mir an der Arbeitsstelle sind. Und insgesamt haben wir, glaube ich, Weg 15 bis 20 Minuten irgendwas. Zueinander? Zueinander. Naja, halbe Stunde, 20 Minuten mit dem Auto. Ja, 20 Minuten mit dem Auto, okay. Langfristig ist Zusammenziehen natürlich geplant. Aber ja, jetzt erstmal auf die kurze Frist was zu finden, was da an allen unseren Ansprüchen genügt, ist praktisch de facto unmöglich gewesen. Und ich hatte ja auch Zeitdruck, ich musste ja umziehen. Ja, sie musste umziehen und das liegt auch nicht daran, dass ich sie unbedingt rausschmeiße, was natürlich auch ein Grund ist. Ich will ja mein Chaos wieder beseitigt haben. Nein, sondern der hat aber dann jemanden, der einen noch einkaufen geht für ihn. Ja, man muss halt hier pro und contra abwägen. Ne? Der Hintergrund ist einfach, wenn man in die Schweiz einwandert, hat man genau ein Jahr Zeit. In diesem einen Jahr kann man alle seinen gesamten Hausstand von Deutschland in die Schweiz übernehmen, ohne dass man irgendwas verzollen muss. Das zählt dann als Umzugsgut. Wenn man dieses Jahr überschritten hat, ist das kein Umzugsgut mehr. Dann heißt, man müsste auch sein Auto verzollen, man müsste seinen gesamten Besitzstand verzollen. Und deswegen tickt eigentlich. Bei meinem ganzen Kram wäre das teuer. Das wäre sehr teuer. Und dementsprechend muss man da doch innerhalb dieses Jahres eine Wohnung finden.
damit man den Umzug entsprechend durchführen kann. Und das ist eigentlich so, sagen wir mal, mit der Hauptgrund. Oder die beiden Gründe sind es halt, dass die perfekte Wohnung, wie wir jetzt über die Jahre halt weiter die Augen offen halten müssen. Und so haben wir ein bisschen mehr Zeit, einen Puffer. Exakt, das ist der Hintergrund. So haben wir die Zeit und so können wir es dann irgendwann machen, wenn wir dann den perfekten Kandidaten gefunden haben. Und ja, dann ist noch die Frage, ob man den perfekten Kandidaten noch bekommt, weil in der Regel sind es irgendwie 120 Leute, die sich da auf eine Wohnung bewerben. Da ist es jetzt nicht so einfach, dass man einfach sich bewirbt und dann sich sicher sein kann, dass man die Wohnung kriegt. Weil ich hatte gestern mit meiner die Vormieterin gesprochen, wie viele denn noch zur Besichtigung kamen und sie meinte, sie muss es irgendwann stoppen, weil es waren einfach so viele Menschen und sie hat irgendwann in der Verwaltung gesagt, nee, jetzt reicht's, sie lässt keine Menschen mehr kommen. Ja, das kann ich bestätigen aus Earlycon. Ich erinnere mich daran, wir waren einmal bei einer Wohnungsbesichtigung von einer Genossenschaftswohnung. Genossenschaftswohnungen in der Schweiz sind praktisch gemeinnützige Organisationen, die sehr günstig Wohnungen da vermieten. Ich weiß auch gar nicht, wie das Finanzkonzept dahinter funktioniert, aber man muss da, glaube ich, auch irgendwelche Anteile kaufen oder so. Und da kostet dann die Miete irgendwie die Hälfte gefühlt, was eine normale Wohnung kostet. Und ich war bei einer so einer Besichtigung für eine moderne Wohnung von denen. Und da standen die Leute einen halben Kilometer vor dieser Wohnung in Schlange. Ich bin durch da vorbeigelaufen, das war dieser Besichtigungstermin, und ich habe irgendwann aufgehört, bei 200 zu zählen. Da standen 200 Leute vor der Wohnung beim öffentlichen Besichtigungstermin. Man kann sich die Chancen ausmalen, die man dann hat, Man kann auch Lotto spielen. Insbesondere als Ausländer ist halt noch der andere Punkt, und das machen die Deutschen ja auch nicht anders. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, einen Deutschen, der hier mit perfekten Schufa-Ausweis ankommt, der ein hohes Gehalt hat, und ich hätte dieselbe Person, aber sie kommt gerade aus dem Ausland und ist ja erst seit einem Monat in Deutschland, spricht am besten noch die Sprache nicht unbedingt, kann man ja fast sagen in der Schweiz mit Schweizerdeutsch, dann wähle ich halt den Deutschen. Das ist einfach, das machen die Deutschen genauso und die Schweizer machen es auch so, die nehmen dann lieber den Schweizer. Und bei 200 Leuten in der Schlange, wie hoch ist die Chance, dass da kein Schweizer drin steht? Ja, braucht man nicht weiter drüber reden. Ja, so, mein Arm wird schwer. Übrigens, ganz viele haben gefragt, was er beruflich macht und wie er heißt. Die zwei Fragen werden nicht beantwortet. Wir sind in Überlingen am Bodensee und haben uns hier ein Steak-Restaurant ausgesucht, weil ja, Steaks sind natürlich relativ teuer im Restaurant in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland. Aber als Vorspeise haben wir erstmal Gambas al Ajillo. Gambas mit Knoblauch. Ja. Das können wir auf Teneriffa dann auch ganz gut essen immer. Unser Hauptgang ist da, und zwar, wir haben beide das Entricot. Ich habe 220 Gramm. Mein Freund hat 400. Und wir sind übrigens zum Laugele 17 in Überlingen. Und Kartoffelgratin gibt es noch. Und du meinst, ist es sehr gut? Ja. Kann man empfehlen. Guten Appetit. Wir haben es nach Konstanz geschafft. Wir sind jetzt bei Nicoletti Eiscafé. Und ja, das Ziel war es, heute ein Spaghetti-Eis zu essen. Und wir haben es geschafft. Da ist mein Spaghetti-Eis. Anderes Spaghetti-Eis und hier ist Crema Espresso. Das trinkt hier irgendwie jeder. Das sieht so cool aus. Deswegen dachte ich, bestelle ich mir das auch noch. Ja, weiter geht's mit dem Q&A. Und ich bin gerade am Kochen. Heute gibt's meine großen Kochkünste. Heute gibt's Fischstäbchen. Aber nur für ihn. Ich mache mir Zwiebelhähnchen mit Reis. Genau. Aus der Tüte, ja. Genau. Aus der Knorr-Tüte. Ja, und so kommen wir zur Frage, ob ich kochen kann. Übrigens, im Hintergrund läuft der Thermomix, der den Reis gerade kocht. Ja, also, Schatz, kann ich kochen? Ich meine, muss ich nach der Introduction jetzt wirklich noch irgendwelche Zweifel aus... Wow! Das bin ich nicht. Ja, ich hab's runtergedreht. Wir haben zu lange die Fischstäbchen gesucht. Ja, yeah, haben wir. Ja, also du wirst jetzt den Geruch von den Fischstäbchen für Ewigkeit in deinem Kuschelmikrofon drin haben, ne? Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hören die alles gar nichts, weil es hier brät und der Thermomix noch im Hintergrund läuft. Genau. Aber egal. Also, wie sind denn meine Kochkünste so jetzt für Fischstäbchen und Co.? Also, Fischstäbchen macht sie ganz ausgezeichnet. Simone macht die besten Fischstäbchen der Welt. Wow! Ist auch schwer. Deswegen, das ist richtig schwer. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, ob Moni kochen kann, sagen wir mal, Moni kann Gerichte, und auch komplizierte Gerichte, wie zum Beispiel der Krustengarten, relativ gut kochen nach 5 Versuchen. Aber und danach sind sie wirklich gut. Jetzt ist er super. Jetzt ist er absolut klasse. Der Krustengarten, den Moni macht, ist absolut traumhaft.
eigentlich nichts Besseres als den Russen war. Das Problem ist nur, wir haben da immer verschiedene Versuchsstages, könnte man so sagen. Um mal die Story von dem Krustenbraten zu erzählen. Ich weiß nicht, jeder wahrscheinlich, der das Wort Krustenbraten hört, der hat dieses Bild im Kopf von diesem Schachbrettmuster, von der Kruste, wie es eigentlich überall im Internet zu sehen ist und auf jeder Restaurantkarte. Simone wusste das nicht, wie Krustenbraten aussieht. Muss man hier festhalten und weiterreden. Das heißt, der erste Krustenbraten, den wir so, den Simone gemacht hat, das war eine einzige Platte, die nicht eingeschnitten war oben. Das heißt, wir hatten keine Kruste in dem Sinne, sondern wir hatten eine verkohlte Platte, oder? Wie soll man es bezeichnen? War ein bisschen hart. Ja, es war jedenfalls nicht mehr auseinander zu schneiden oder sonst irgendwas damit. Also das war der erste Versuch zum Beispiel für den Krustenbraten. Dann hatten wir gleich beim zweiten Versuch, war die Soße so extrem bitter. Kann es sein, weil du irgendwie ein falsches Bier reingekippt hast? Nee, es war glaube ich auch das Gemüse oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es aber auch nicht mit dem Thermomix gemacht. Ja, ich glaube es lag mal an Bier. Nee, ich kann keine Soßen machen ohne Thermomix. Das ist tatsächlich, das genau, muss ich eingestehen. Genau, Thermomix sagt dir ganz genau, was sie reintun muss, zu welchem Zeitpunkt. Ja, und es funktioniert dann auch immer, aber so aus dem Stegreif nach Rezept oder so, das gelingt mir dann nicht. Naja, auf jeden Fall war der zweite Versuch auch nicht so prall. Und der dritte Versuch war dann der erste, wo ich gesagt habe, lecker. Also der dritte Versuch ging dann. Wir hatten dann noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, ich glaube bei den Knödeln oder so weiter. Aber falls ihr irgendwas fragt, was das für ein Rezept ist, das ist der Krustenbraten mit Malzbeersoße aus dem Thermomix. Ja, sehr lecker, kann ich sehr gut sagen. Und dann beim vierten Versuch, würde ich sagen, war es kein Versuch mehr, dann war es ein richtig guter Krustenbraten. Ne? Ja. Ja. Und so ist das halt bei den meisten, sagen wir mal, eher komplizierten Speisen, dass so die ersten paar Versuche dann doch eher so experimentell sind. Also man sollte vor sich teilweise eine Pizza bestellt haben und versteckt haben irgendwo. Just in case. Ich erinnere mich da auch an die Gänsepollen. Die waren ein absoluter Traum. Frechheit. Das war gedacht als Feiertagsessen und wir hatten vorher, glaube ich, das Video von Daniel gesehen, wie er irgendwie diese Gänsekeulen gemacht hat, oder? Ja, irgendwas mit Make-A-Wish war das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat er wunderschön kross gebraune Gänsekeulen da aus dem Backofen rausgeholt. Daniel hat auch Koch gelernt, das ist auch unfair. Auf jeden Fall waren unsere Gänsekeulen, als er dann aus dem Backofen kam und das Rezept dann sozusagen abgeschlossen war und Simone sie servieren wollte, waren sie grau und wabbelig. Yeah. Hallo, ich habe es wenigstens versucht. Ja, dabei sein ist alles, versuchen ist alles, das ist mir schon bewusst. Aber also, wir haben auf jeden Fall noch, würde ich sagen, zwei oder drei Versuche mit den Gänsekeulen vor uns, bevor die wahrscheinlich marktfähig werden. Also bei uns geht Liebe nicht durch den Magen. Ich bei uns geht Liebe durch den Lieferservice. Durch den Lieferservice. Oder durch deine Spaghetti Carbonara. Ja, stimmt. Die kann ich auch. Also die macht sie ganz exzellent. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Also die sind ein Traum jedes Mal. Auch wenn sie die Fischstäbchen gerade mit einer Hand hier dreht. Ja, aber die Zange ist in der Spülmaschine und du hast keine zweite Zange. Oh. Du bist halt schlecht ausgestattet. Oh, jetzt beschwert die Untermieterin, die keine Miete zahlt, sich auch noch. Okay, okay. Hallo, du kannst deine Fischstäbchen gleich selbst weiterbraten. Wir hatten es ja eben gerade schon vom Zwiebelhähnchen, was unten im Backofen drin ist. Also ein Großteil der, sagen wir mal, selbst kreierten Kreationen der Dame sind dann halt irgendwelche Tütenvariationen. Wir haben da auch so ein unglaubliches Collection auf Dings im Schrank. Warte, ich guck gerade mal auf das machen wir. Eine ist weniger, ich habe sie gerade eben benutzt. Schwierig, mit einer linken Hand die Fischstäbchen umzudrehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt irgendwie so hinkriegen. Das ist jetzt hier so der Standardbestückung. Ist so ein bisschen leer geworden, weil jetzt ein paar Tüten fehlen, aber das ist so Simones. Aber komm, Chili isst du auch immer aus der Tüte. Ja, das mag ich ja. Aber ich sage ja nicht, dass es nicht schmeckt. Ich sage nur, ne, kochen ist was. Aber wo wir HelloFresh geordert haben, das konnte ich auch machen. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist halt nach Anleitung, so strukturierte Anleitung kann ich kochen. So aus dem Stegreif, das ist nicht so meins. Also sie spielen eher nach Noten, als virtuos Jazz zu machen. Nee, das kann ich halt nicht. Ich mag auch kein Kochen. Ja. Das gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Vor allem abends nach der Arbeit, dann hier noch am Herd zu stehen und irgendwas aufzutischen. Wenn ich dran war, was drücken wir her mit dir? Das ist nicht so meins. Okay. Naja, aber ich muss dazu gestehen, zu der Verteidigung, ich bin noch schlechterer Koch. Das Einzige, was ich machen kann, ist Pilzner gut von Weißpilzen. Und Steaks. Und Steaks kann ich gut. Und Rührei mit Speck, aber das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Müssen wir auch wieder machen eigentlich. Damn, da habe ich auch wieder Lust drauf. Ja, Rührei mit Speck. Okay.
Naja, ich denke mal, das konkludiert diese Frage. Wir können ein sehr starkes, von vollem Herzen aus, ein starkes Jein sagen. Kann Simone gut kochen? Jein. Und der Thermomix ist jetzt auch fertig mit meinem Reis. Das ist das Schlusswort. Kommen wir zur letzten Frage des Q&As. Wow. Ja, er freut sich. Genau. Und wir verbinden jetzt einige Fragen, weil es kamen so Fragen wie, plant ihr in Zukunft gemeinsame Freizeitparkbesuche? Wieso reist du nicht mit durch die Freizeitparks oder Disneyland? Magst du Disney? Wirst du irgendwann mal ins DLP fahren, also in Disneyland Paris? Warum möchtest du nicht, ist was anderes? Wo war noch? Genau, für was nutzt du die Zeit, wenn Simone unterwegs ist? Hobbys? Oder bist du eifersüchtig, weil ich so ständig unterwegs bin? Oder stört es dich nicht? Genau, das wollen wir jetzt alles in einem. Oder er wird jetzt genau, alles... Weil ich mir das jetzt alles gemerkt habe, alle Fragen. Okay, also warum plant ihr gemeinsame Freizeitparkbesuche oder warum reist du nicht mit durch Freizeitparks oder Disneyland? Also, man muss ja immer wieder gucken, wenn man irgendwas macht, und man bezahlt Geld dafür, das ist bei jedem Einkauf, den man so macht, ist es immer die Frage, wie viel Gegenwert bekomme ich für das, was ich bezahle? In dem Fall, wenn ich in den Freizeitpark fahre, bezahle ich erstens Eintritt, ich bezahle mit meiner Zeit, die ich anders nutzen könnte. Und ich bin dann da drin, es gibt schon Sachen, die mir in Freizeitparks Spaß machen, wie jetzt zum Beispiel im Phantasialand, die Achterbahnen sind sehr, sehr interessant. Machen mir auch Spaß oder Freefall Tower, solche Sachen halt. Ich bin halt weniger so auf, sagen wir mal, diese ganzen Buden, die Figuren, dieses Fantasy-Erlebnis. Ich kann das nicht so wirklich in Worte fassen, weil ich selbst nicht verstehe, wie man, also warum man das so unglaublich entertaining findet. Das heißt aber nicht, dass daran irgendwas falsch ist. Jeder hat seine eigenen Hobbys, die ich auch habe. Und wieder um den Gedanken halt jetzt zu beenden, den ich angefangen habe. Für mich ist einfach der Gegenwert, den ich bei einem Freizeitparkbesuch bekomme, in Form von den Sachen, die mir Spaß machen im Freizeitpark, ist wesentlich niedriger als das, was ich dafür ausgeben muss an Zeit und Geld. Also vermeide ich grundsätzlich Freizeitparkbesuche, weil sie für mich einfach sich nicht lohnen. Ja, das ist die. Aber wir waren schon mal öfter in Freizeitparks. Wir waren schon mal zusammen im Europapark, im Phantasialand. Er war auch schon mal mit im Disneyland. Aha. Einmal an Silvester waren wir da. Ja, und ich meine, nehmen wir mal das Disneyland zum Beispiel, wenn ich dann den Space Mountain habe, den ich halt sehr cool finde, der mir sehr viel Spaß macht. Aber alles andere, was da drum ist, gucke ich auf die Uhr und hoffe, dass die Zeit rumgeht. Es ist halt, es entertaint mich nicht. Das ist das Problem und deswegen habe ich es mir zuliebe mal gemacht. Werde es aber wahrscheinlich nur unter Umständen oder ganz selten in der Zukunft wieder machen. Einfach ihr zuliebe, aber für mich selbst auf keinen Fall. Ich habe ja mal in den Raum geworfen, ob wir vielleicht im Europapark Silvester feiern, aber das ist Ja, wir waren ja schon an Silvester im Disneyland und ich fand das schon so ultra schlecht einfach. Und aber der Europapark wäre wenigstens nicht so ganz so weit weg. Naja. Naja. Genau, beantworte dann die Frage, wirst du mal irgendwann ins Disneyland Paris mitfahren? Ich war einmal mit Simone im Disneyland Paris und einmal damals mit meinem Rugbyverein, das ist Ewigkeiten her. Ich muss nicht noch ein drittes Mal hin, sagen wir es mal so. Für was nutzt du denn die Zeit, wenn Simone unterwegs ist? Was sind denn so deine Hobbys? Meine Hobbys? Ich bin passionierter Gamer. Nicht so die Art von Gamer wahrscheinlich, die so der Durchschnittsgamer heutzutage ist. Ich spiele keine PlayStation und ich spiele keine Xbox oder keine Konsole im Allgemeinen. Ich bin PC-Gamer aus der alten Schule. Das heißt, ich habe in den 90ern angefangen, irgendwelche Point-and-Click-Adventures, Role-Playing-Games und so ein Zeug zu spielen. Und bis heute noch bin ich da sehr, sehr motiviert und engagiert in dem Bereich. Das ist auch dann das, was ich mache, wenn Moni weg ist, übers Wochenende. Und interessiere mich da hauptsächlich für, sagen wir mal, sehr komplexe Grand-Scale-Strategiespiele. Auch für das ältere World of Warcraft zum Beispiel, die alten MMOs, also World of Warcraft Classic in dem Fall. Mittlerweile auch nicht mehr, das hat andere Gründe. Gegenwärtig, ich meine, für diejenigen, die ein bisschen die News lesen werden, wissen, Baldur's Gate 3 ist rausgekommen. Ich habe damals auch den ersten und zweiten Teil gespielt. Und habe jetzt auch den dritten Teil und Jagged Alliance 3 ist auch rausgekommen, wo ich auch den ersten und zweiten in den 90ern gespielt habe. Es gibt viel Futter dieses Jahr tatsächlich dafür. System Shock Remake, solche Geschichten sind halt so irgendwo mein Geschmack. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Mein absolutes Lieblingsspiel, das würde ich sagen, ist System Shock 2. Das ist ein Game von 2000, 2001, irgendwas. Finde ich persönlich das beste Game, was jemals gemacht wurde. Das ist ein Immersive Sim.
Heutzutage wahrscheinlich für die jüngere Generation nicht mehr so interessant, aber wenn man ungefähr wissen will, wie so das Game aussah, da gibt es halt jetzt zum Beispiel das neue System Shock Remake, das ist aber das Remake vom ersten Teil, was sehr geil ist. Andere Teile, die so ähnlich waren, zum Beispiel Prey aus 2018, oder wann das rauskam. Ja, weniger halt motiviert, was Action-Games angeht und so. Und deswegen diese Art von Games, die ich als Spieler fordern halt auch sehr viel Zeitinvestment. Weil die Experience doch sehr lange ist und man macht die Games nicht an und spielt eine Action-Runde, sondern man muss halt schon komplett immersiert sein. Und ja, das ist halt so mein Hobby und da kann ich eine ganze Woche mit verbringen, wie ich es jetzt getan habe, gerade im Urlaub. Und er ist dann auch froh, dass ich nicht da bin. Ja, also ich meine, das hat auch einen Vorteil, wenn man so einen Freund hat, der, sagen wir mal, mit sich selbst spielen kann die ganze Zeit. Das hört sich jetzt... Aber dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, ob es dich nicht stört, wenn ich ständig ohne dich unterwegs bin. Na gut, das haben wir ja gerade eben schon beantwortet. Fuck no! Er freut sich sogar, wenn ich nicht da bin. Also wir haben, sagen wir mal, wir haben eine sehr, sehr schöne Beziehung, wenn wir zusammen sind und Zeit miteinander verbringen. Wir haben das 3 Tage lang und dann wollen wir einfach unsere Ruhe haben. Sie hockt dann auf der Couch, schneidet ihre ganzen Videos, die sie jeden Tag hochlädt. Und ich will einfach meine Ruhe beim Zocken haben. Das heißt, wir haben eine sehr, wie soll man das sagen, lockere Beziehung ist falsch eigentlich. Ja, das habe ich mal auf der Arbeit gesagt, dass wir eine lockere Beziehung haben. Dann wurde ich direkt vor, ob wir eine offene Beziehung haben. Nein, das haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das beschreibt. Ich eigentlich auch nicht. Wir sind eine Beziehung, wo sich jeder Partner sehr viel Freiheit, wo jeder Partner sehr viel Freiheiten hat und keiner der andere ihn nicht kontrolliert in dem Sinne. Das heißt, wir sind genau das Gegenteil von dem Pärchen, was jeden Tag miteinander immer alles machen muss. Genau. Ja, und wir haben beide sehr zeitintensive Hobbys und außerhalb dieser Hobbys passen wir sehr gut zusammen. Ja. Genau, deswegen... Manchmal haben wir halt auch Überschneidungen, wie wenn ich in irgendwelchen Q&As oder so weiter Fragen beantworten muss. Oder wenn ich Simone dazu zwinge, mit mir Divinity Original Sin 1 und 2 zu spielen. Mhm. Da muss ich dann auch durch. Da muss sie dann auch durch. Oder sie kommt mit mir auf ein Iron Maiden Konzert, wobei das nichts mit Gaming zu tun hat. Aber warst du ja auch bei Disney Konzert. Deswegen war ich auch bei Disney Konzert. Also wir nerven uns dann auch schon gegenseitig mit unseren Hobbys. Aber das gehört ja auch dazu. Es ist ein Geben und Nehmen in einer Beziehung. Ja, so sieht das aus, genau. Und ich meine, in dem Mittelbereich machen wir dann trotzdem auch Sachen ab und an, die uns beide halt interessieren, auf die wir beide Bock haben, rausgehen. Irgendwelche Wochenendtouren irgendwo nach Zermatt. Urlaub machen wir ja jetzt Urlaub demnächst. Machen wir jetzt wieder zusammen. Und da gibt es dann auch genug Dinge, wo wir dann auch zusammen Freizeitaktivitäten haben. Ja. Aber wir freuen uns auch, wenn wir unsere Zeit für uns alleine haben. Gott, bin ich froh, wenn dieses Interview vorbei ist. Okay, dann ist das jetzt vorbei. Hast es geschafft. Yay! So, ich gehe dann mal zocken. Ciao, ciao. Ich gehe schneiden das Video. Ja, und das war mein Q&A mit meinem Freund. Er hat nicht alle Fragen beantwortet. Einige wollte er nicht beantworten und einige haben jetzt zeitlich einfach nicht mehr gepasst. Das Video ist eh schon so lang. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert gerne, ob es euch gefallen hat. Vielleicht machen wir das ja in ein paar Wochen und Monaten nochmal, wenn ihr Lust hat. Genau, also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.